hier ist Ronja und ich bin heute in der Performance für Brookhaven eingetragen. Und eigentlich bin ich Cheerleader. Und meine restlichen Cheerleader-Kollegen sind nicht da. Sie sind weg. Ich verstehe, es ist früh. Oh nein, 6 Uhr. Oh nein, warum ist keiner da? Ich kann doch nur den unteren... Nee, Vorhänge gehen auf. Ich kann doch nur den unteren Part yeah, in der Pyramide. Let's go! Los, los, Ronja! Go, go! Du filmst das sogar? Nein, bitte nicht. Jetzt komm schon, mach hin. Alles, was ich machen kann, ist mich auf den Boden setzen. Ich bin der untere Part in der Pyramide. Buh! No! Buh! Wo sind meine ganzen Cheerleader? So schlecht! Warte, willst du mit mir Cheerleader werden? Du verlässt mich nicht, ha? Huh? Du würdest mich nicht im Stich lassen? Bist du bereit zu trainieren? Jeden Tag? 24 ja. Stunden? Ja! Jede Woche. Jede Woche. Alle 859 Stunden in der Woche. Alle, ich würde gern 1-2 Stunden davon schlafen, aber ansonsten sicher. Nein, schlafen gibt's nicht. Schlafen ist Cheerleading ist eine harte Arbeit und wenn du von mir trainiert werden willst, dann musst du dein Bestes geben, ist das klar? Oh, okay. I, Sir, Madam. Yes, Ma'am heißt es. Ma'am. Ja gut, dann let's go, dann werden wir Cheerleader. Okay, cool. Ich hab keinen. Wir sollten uns umziehen, oder? Wir sollten uns auf jeden Fall umziehen. Wie jeder weiß, ein guter Cheerleader hat eine gute Cheerleader-Uniform. Ich würde sagen, das ist auch das Erste, was wir machen. Okay, was können wir denn hier machen? Gute Cheerleader-Uniform. Haben wir ein Farbschema, für das wir gehen? Vielleicht sollten wir das koordinieren. Oder wir warten einfach ab, wer was macht. Okay, nee, das ist auch gut. Cheerleader haben so enge Röcke an, oder? Ist das nicht ein Ding? Ich glaube, das ist ein Ding. Das sieht Cheerleader nicht genug aus. Okay. Alles klar, ich bin soweit. Meine Haare sind gemacht, mein Outfit ist angezogen. Ich bin ein Cheerleader. Wo bist du? Yeah, ich warte oben auf dich. Du wartest oben auf mich. Okay. Ja. In der Study Area. Oh, die Study Area ist so gemütlich aus. Warum ist hier ein... Bist du der Kaktus? Nein. Bist du der Kaktus? Doch, ich bin das Mäkaktus des Teams. Go, Ronja, go, Ronja. Warum ist da ein Kaktus im... Nein, dann habe ich doch wieder das Gleiche. Dann bin ich doch ganz allein. Das ist ja verstörend. Hast du dir einfach ein Papier an dein Gesicht geklebt? Nein. Nee, sieht hübsch aus. Aber zeig mal dein Outfit. Okay, ich habe hier gedacht, der typische Cheerleader-Vibe sind diese Strähnchen vorne an den Haaren, weißt du, mit den Klammern. Ich fand, das sah ja sehr passend aus. Dann habe ich einen Tanktop, quasi ein pinkes, und einen einfachen Rock dazu, weil ich gedacht habe, ja, das ist ein klassisches Cheerleader-Ding. Ich fühle es sehr, ich habe leider keine Schuhe. Du hast aber keine Schuhe. Nee, ich brauche keine. Ach, das ist ein geheimer Trick. Der wurde von meiner Großmutter, die war auch Cheerleaderin, wurde mir weitergegeben. Da hat die gesagt, ja, wer Schuhe trägt beim Cheerleaden, der hat schon halb verloren. Okay, bist du bereit, mein richtiges Outfit zu sehen? Ich bin so bereit. Oh, warte, mach mal. Tada! Oh, das sieht süß aus. Danke schön. Mit den Ballons? Crazy. Yeah. Okay. Wir haben keine, ich habe diese Puffeldinger nicht gefunden, die du so in die Hände nimmst. Deswegen auf jeden Fall gedacht, sehr Ballons geschützt, wenn ich quasi dich hochwerfe oder sowas, dann im Zweifelsfall hast du die Balance ich und den auch einen Ring. Rettungsring. Genau. Überragend. Und hast du sogar die gleiche Frisur wie ich? Stimmt! Ja, guck mal, Cheerleader-Frisur, 10 ja. von 10, überragend. Okay, dann würde ich sagen, müssen wir vielleicht noch einmal kurz gucken, was wir trainieren können. Weil in der Schule zeigen wir, oh, ist das Wetter dreckig. Müssen wir ja unsere Aufführung vorführen, ja? Aber das ist ja... Dann geben wir alles weg. Das wäre ja schade. Ja. Trägst du mich? Danke. Das ist doch schon mal eine Cheerleader-Aktion. Wir warten nur auf den Schultern. Oh, stimmt. Jeder weiß. Warte, ich möchte hier gerne auf die Reling. Doppelte und dreifache Saltos gehören zum Cheerleader-Alltag. Ich brauche einfach nur eine gute Plattform. Okay, und jetzt hoffe ich aufs Guck Beste. Guck dir von unten zu. Du guckst mir von unten zu. Achtung, ich springe ja in deine Richtung, ja? Okay, oh Gott. Ja. Ja. Ja, nicht wundern. Okay. Oh, das war nichts. Aber Backflip! Woo! Yeah! Doppel-Woo! Richtig gut! Ja, ich wollte das eigentlich von oben runter machen, aber irgendwie hat das nicht ganz hingehauen. Hast du irgendeine gute Pose, die du empfehlen kannst? Ich zeig dir mal was. Okay, zeig mir mal was. Zeig mir mal deine Performance. Okay, also. Vielleicht kann ich noch was lernen. Würde dich sehr überraschen, aber. Aha. Ich kann ins Wasser springen! Juhu! Handkampf! Oh, Handkampf! Das kennen wir ja auch schon aus dem Balletttraining. Handkampfrennen ist einfach generell beliebt.
Oh, warte, warte, warte. Kein Problem. Man hat ja auch oft Schwungfiguren als Cheerleader. Komm mal mit auf die Schaukeln. Okay, ich brauche einen Überschlag und dann muss ich einen gut getimten Sprung machen. Mit, wie gesagt, ein, zwei Pirouetten in der Luft. Ne, wie man das halt so macht. Okay, wir sind kurz vorm Überschlag. Eins noch und dann... Ja, fast. Oh mein Gott, die Kameraperspektive. Ja! Oh mein Gott. Hast du einen Überschlag gemacht? Fast. Jetzt. Nein. Oh mein Gott, ich bin so knapp. Ich bin so kurz davor. Oh, ich sehe es. Jedes nächste Schaukelding. Und... Oh mein Gott, nein, ich war auf dem Kopf. Ich war gar nicht. Oh nein, ich bin zu früh. Ja, ich habe einen Überschlag gemacht. Zum Zweiten. Oh mein Gott. Oh, mir ist schwindelig. Ich werde kein guter Cheerleader. Ich bin aus einem Grund unten in der Pyramide. Ich kann gar nicht mehr aufhören, Überschläge zu machen. Oh mein Gott. Okay, warte, wir haben es schon 3 Uhr Nachmittag? Woo! Würdest du sagen, unser Training läuft bis jetzt erfolgreich? Woo! Wo? Meinst schon? Okay. Mir wird jetzt schon schlecht. Okay, warte kurz. Ich hole unser Cheerleader-Mobil und dann können wir uns erstmal was essen holen. Unser Cheermobil. Und zwar, was jeder weiß. Ich bin auf der Bank gelandet. Auf der Bank gelandet? Guck mal, ja. Bin okay, abgesprungen warte. Und hier gelandet. Das hier ist unser Cheerleader-Mobil. Warum kriege ich das nicht? Weil ich nicht auf der Straße stehe. Hier, einmal einsteigen. Das ist bitte. Unser Cheerleader-Mobil? Ja. Was ist das? Unser Cheerleader-Mobil, wie ich gesagt habe. Ja, aber wir sind doch nur zu zweit. Wenn das für ein ganzes Team wäre, dann würde ich das verstehen. Okay. Dann nicht. Ja, okay. Dann müssen wir vielleicht mehr Cheerleader einsammeln. Das ist ja das Ding. Normalerweise haben Cheerleader einfach mehr Gruppen. Ich glaube, wir müssen in der Stadt recruiten, ob noch irgendjemand mit uns Cheerleader möchte. Richtig. Guck mal, da sitzt jemand auf dem Haus. Die sieht aus wie ein Cheerleader. Bei der fahren wir vorbei. Warte mal. Ich frage sie mal, ob sie mit uns ein Cheerleader werden möchte. Sie rennt weg von mir. Sie schreibt einfach nur Hashtag. Vielleicht flucht sie uns an. Die will nicht. Domi. Hä? Okay, ich glaube, die will nicht cheerleaden mit uns. Ich glaube, die hat gar kein Interesse. Sie schreibt Venga. Ich glaube, das heißt kommt oder so. Ich weiß es nicht. Wir finden schon noch jemanden. Wir finden sonst noch wen. Okay, wo würdest du Cheerleader recruiten? In der Tankstelle? Ach, in der Tankstelle, Ronja. Wer macht denn sowas? Ich würde die irgendwo in irgendwelchen Beauty-Salons suchen. In Beauty-Salons? Oh, das ist eine gute Idee. Warte, ich nehme hier kurz einmal die Abkürzung. Außerhalb der Stadt finden wir da... Ist schön hier in der Natur. Ja. Okay, wir brauchen auf jeden Fall mindestens noch 2 Cheerleader, sonst haben wir einfach zu wenig. Da sind zwei. Siehst du die? Die holen wir. Die sprechen ja auch Spanisch. Warum sprechen alles Spanisch? Okay, warte. Ich kopiere meinen Text. Kann ich nicht. Ich habe ihnen gesagt, hey, wollt ihr mit uns Cheerleader sein? Dann ab ins Auto. Aber ich glaube, die Leute ignorieren mich einfach. Ja, vielleicht musst du mit den Spaniern auch Spanisch sprechen, Ronja. Ich kann kein Spanisch. Hier, Francesca. Die will fliehen in ihrem kleinen Auto. Francesca spricht sicher kein Englisch. Francesca spricht ja wohl Englisch. Ich kann dir versichern, ich klaue jetzt Francesca. Francesca ist bestimmt eine Deutsche. Also, ich, ja, hatte damals, als ich noch zu Hause gewohnt habe... Guck mal, sie will ins Auto! Oh, let's go! Oh, nee, sie ist nicht in unserem... Will ich ins Cheermobil? Ja, ihr müsst ins Cheermobil kommen! Das ist das beste Mobil überhaupt! Echt so! Da kommt Francesca! Francesca, komm mit! Francesca, komm mit ins Cheermobil! Ja, Stars... Ja, sie kommt! Nein, sie rennt! Francesca! Ja, gut, Ronja, dann sind wir nur zwei Cheerleader. Es ist auch schon 7.20 Uhr. Wir müssen jetzt mal zur Schule fahren und unsere Performance abhalten. Es gibt leider keinen anderen Weg. Es wird wahrscheinlich eine traurige Performance. Aber naja. Was willst du tun? Wenn die Leute sich hier so querstellen, kann man ja nichts machen. So. Aber vielleicht wollen mal ein paar von unseren Zuschauern online kommen, das nächste Mal, um mit uns Cheerleaden. Absolut. Okay, warte. Einmal zack. Student. Ja. Muss man sich erstmal anmelden. So. Bin auch Student. Ladies and Gentlemen, macht euch bereit auf die Performance eurer Lebenszeit, okay? Es wird ein Fest. Okay. Vorhang auf und zeig, was du kannst. Ich klatsche für dich. Danke. Also, hier. Ich erzähle euch jetzt einen Witz. Oh, okay. Kamen zwei Mädchen in eine Bar. Gut. Das ist das Lustige, weil wir noch nie in einer Bar waren. Das ist gut, der war gut. Ja, ja.
Danke, danke. Das ist wirklich lustig. Und es war ein schöner Abend mit euch. Es war ein schöner Abend. Danke für eure Aufmerksamkeit. Schön, dass ihr es alle geschafft habt. Und wir sehen uns dann nächstes Mal wieder. Mann, niemand will hierher kommen. Es ist 8 Uhr, 9 Uhr. Was machen die denn alle? Jumping Jacks. Jumping Jacks. Warum sind die nicht hier? Wir haben doch groß angekündigt. Hey, heute Abend, happening. Ja, große Performance. Und dann kommt keiner. Ja, vielleicht ist unsere Performance nicht ganz so gut wie gedacht. Okay, lol. Ich denke nicht. Ich meine, guck mal. Hast du mal gesehen? Ich kann mit dem Bein. Oh, es wackelt. Was da tust. Okay, warte. Nee. Ich mache hier wieder zu, den Laden. Ich will mir das nicht länger angucken, wie du hier nur Hampelmänner machst. Sag ja, ich coach dich. Du musst 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, 365 Tage im Jahr trainieren. Und dann steht sie auf der Bühne und macht Hampelmänner. Ich denke nicht. Jetzt hat wahrscheinlich auch noch jemand unser Cheermobil geklaut, so wie ich die Leute hier kenne. Nein, ich mitmachen wollen. Schönes Cheermobil. Doch, ich nehme es an. Oder? Ist es noch da? Cheermobil? Ah, da hinten, es ist noch da. Yeah! Will das einfach keiner haben? Ist das so ein Geheimnis, was keiner kennt? Das ist eigentlich ich auch nicht, das Auto ist doch wunderschön. Hä, ja. Okay, ich fahr jetzt nach Hause. Na gut, das war's mit dem Auftritt. Kein Problem, das war's mit dem Auftritt. Es war sehr schön, vielleicht kommen morgen mehr Leute. Weißt du, was wir machen könnten? Wir könnten die Leute im Altersheim bespaßen. Ich meine, die gucken sich wirklich alles an. Da hast du recht, die können auch nicht so gut sehen. Hier. Lass du den ganzen Rentnern hier fahren. Krankenhaus? Das ist doch die Feuerstation. Hier ist Krankenhaus. Ah. Da sind doch bestimmt auch Alte und Kranke. Besten mit eingeschränkter Sicht und eingeschränkten Hörorganen. Hallo, wir melden uns einmal an für unseren Auftritt. Kein Problem. Hier einmal hinein. Oh, hier ist einfach keiner. Die Stadt ist wie ausgestorben. Aber ich denke, bei den Röntgen. Stell dir mal vor. Wir lassen uns Röntgen, aber wir machen währenddessen unsere Cheerleader-Performance. Überleg mal. Die Leute, die haben auch noch später was davon. Ja. Okay, ich gehe rein. Okay, und jetzt taktisch Dance 3. Ich darf nicht tanzen. Ich bin hier fest. Ich darf nicht tanzen, während ich geröntgt werde. Wusstest du das? Dass das eine Regel ist? Nein! Nein, das wusste ich nicht. Wo ist der Röntgenraum? Hier, ich komme gerade raus. Hallo, ich bin eine alte Frau. Ich würde gerne eine Cheerleader-Performance machen. Ah, da kommen sie genau richtig. Okay, einmal hinsetzen, bitte. Oh ja, ich sitze gerne. Das ist nicht untypisch für alte Frauen. Okay, das hier ist quasi eine Bühne. Oh nein, es ist ein Bett. Okay. Here we go. Hier, einmal. Oh ja, ganz toll. Im Liegen, ja. Ich kann das nicht nur im Stehen, ich kann das auch im Liegen. Das ist auch garantiert nicht verbuggt. Achtung, Rückwärtssalto geht nicht, weil ich im Bett liege. Jetzt, tada! Und das ist wirklich gut. Das war's. Aber das kann ich viel besser. Was? Ja! Woo! Nein! Yeah! Oh no. Okay. Oh, Blackflip. Vielleicht gebe ich sie wirklich letztendlich auf mit meiner Cheerleader-Karriere. Ich habe alles gegeben. falls euch die Folge gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch da. Aber ich glaube, Cheerleader werden wir wahrscheinlich die nächsten Tage nicht mehr werden. Jetzt kriege ich hier Freundschaftsanfragen von Leuten in-game. Hätten die mal mit uns cheerleaden wollen? Ich bin so traurig. Gut, das war's mit dieser Folge. Schaut unbedingt bei Easy auf dem Kanal vorbei und abonniert ihren und auch meinen Kanal, dann verpasst ihr keine neuen Videos mehr. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Tschüss.